Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind hier in unserem Quartier. Beim letzten Mal haben wir das Whoop-Rennen gewonnen und Bastia haben wir befreit. Nein, sie hat sich natürlich selbst befreit. Natürlich. Wir haben ihr kein Stück geholfen. Gell, Bastia? Sie ist, um es ihr mal zu sagen, eine ganz schöne Zicke. Aber, wie auch immer, wir haben sie befreit. Müssen nun hier von dem Planeten runterkommen. Doch leider ist ja immer noch diese Sith-Sperre. Das heißt, wir kommen noch nicht runter und mit einer Jedi hier könnte es noch schwerer werden. Ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen hier mit unseren Kameraden und danach schauen wir mal, was unsere nächsten Schritte sind. Mission! Hey, was kann ich für dich tun? Ich will nicht über Griff und Lena reden. Wenn ich nur an dieses Weltraumflittchen denke, platzt mir schon die Galle. Soll ich mich darüber ärgern, dass mein Bruder mit dieser intergalaktischen Schlampe durchgebrannt ist? Oder willst du, dass ich dir helfe? Alles in allem ist Taris nicht übel. Bleib einfach in der Gegend, in die du gehörst und misch dich nicht in Daviks Ange... Hey? Ihr seid alle so zurückhaltend, das mag ich nicht. So, jetzt müssen wir unsere Party wählen. Also, ich würde sagen, wenn wir schon eine Jedi-Wächterin dabei... Aber Kat ist halt Level 7, Mann. Der ist schon richtig stark. Da müssen wir leider Kat immer noch mitnehmen. Und Bastia, würde ich sagen, nehmen wir auch dazu mit. Weil schaut euch an, sie ist Level 6 zwar, er ist Level 4. Die Charaktere bekommen auch keine Erfahrung, wenn wir sie nicht dabei haben. Oh, das ist so blöd. Ich würde sie echt gerne eigentlich mitnehmen. Ja, aber Kat ist halt unser bester Mann einfach, leider. Kann man nichts dagegen tun. So... In Kinku noba muli ra chinkun. Tong heit tun kun ching. Ni bo. Kachi chu aitha odunga. In Kinku noba muli ra chinkun. Slim apodonna. Rundi hodonga kun. Rundi hodonga ku hunga bi. Wana kunbes. Chink palamul. Tong king ba na konkek. Tung ting. Takum just tak miki grabel mogo. Kachi chu aitha odonga, tulpa da bonk molya gando da nago chuchut. Moga shampungpa, bola wana chikni. Bamul neslik mo poda na wanga kun bist mul. Tong hai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Tulpa da bonk molya gando da nago chuchut. Kachi chu aitha odonga. Yumalitka in kotun. Shagjikin lor jawata uma? Kava vulpa mulji gumana. King kun shachikin nik. Leute, ich überspringe mal ein bisschen von dem Alien-Gerede, weil das ist zehnmal so lang wie das normale, was hier immer steht. Und das finde ich ehrlich gesagt dann nicht so schön. So. Kann ihr mal ihre Waffen rausholen? Ich möchte mal sehen, wie die Laserschwerter eigentlich aussehen. Ach, Level Up müssen wir auch noch machen. Attribute, was? Ach, wir haben hier nur einen Punkt. Stärke natürlich. Ja, Stärke brauchen wir halt einfach hier, weil sie ja jetzt hier Nahkämpfer ist. Natürlich Geschicklichkeit ist auch wichtig, aber erstmal Stärke. So, hier haben wir zwei Punkte. Heilen ist gut. Ansonsten, wir könnten sie, ich würde sagen, wir skillen sie auf Reparieren. Einfach so, weil wir das können. So. Und da, hier lasse ich mir mal empfohlen. So, Doreen betäuben. Ja, ist eigentlich gar nicht mal schlecht, hört sich das an. Gut, achso.
Ach, wisst ihr was, dann machen wir jetzt automatischer Levelaufstieg, weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf, so das alles hier einzeln auszuwählen. So, da müssen wir nochmal bei Card schauen, ob wir ihm eigentlich noch was Gutes hier tun können. Jetzt hat er eine Zweihandwaffe, das ist natürlich blöd. Gehen wir hier mal kurz, das ist auch wieder eine Zweihandwaffe. Gibt's keine einzige, warte mal, so, wir müssen einmal Cards Blaster, und dann kann er doch hier noch eine andere auswählen. So, Disruptor-Pistole zum Beispiel. So, gut. Dann hat er hier noch ein Energieschild, was wir ihm noch geben. So, und das Verbinden-Dings da. So, und du hast hier... Wir können dir jetzt einen Militäranzug geben. Das ist sehr gut. Dann kannst du mal einen auslassen. Ja, jetzt sieht er cool aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier wieder in die Oberstadt. Ach, jetzt müssen wir... Können wir endlich mal aus der verdammten Unterstadt rausgehen und müssen nicht mehr alle 3 Sekunden kämpfen. Haben wir es mal wieder verdient, dass wir über jedes wieder mal 100 Stunden am Stück reden. So. Du musst dann kommen. Ja? Was? Card. Da wundert sich jemand, warum ich den Menschen nicht mag. Wo ja? Zur Hölle ist er? Wo zur Hölle, Mann? Cardi Boy, immer in der Wand stecken bleiben, gell? Mein guter Freund, er ist der Einzige, der das macht, Mann. Das finde ich schon cool. So. Dann, was machen wir nun als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen... Ich weiß ehrlich, was wir tun sollen. Wie kommen wir jetzt von... Wie sollen wir von dem Planeten runterkommen? Wie kann ich helfen? Ja, also erstmal gehen wir jetzt hier zur... der Kantine. Schauen, was wir da machen können. Weil ansonsten habe ich wirklich keinen Plan, was wir hier noch machen können. Müssen wir schauen, ist da hinten der Eingang zur Kantine? Equipment Repair... Ja, gut. Weil ansonsten, okay, wir müssen weg von TARDIS, aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir müssen im Endeffekt alle Sith-Trooper hier besiegen. Könnte ein bisschen schwer werden. Hallo, ich habe doch Ausweispapiere sogar. Kein Problem. Nicht geklappt. Ich wurde doch sogar eingeladen hier. Verschwinden Sie. Oh, was seid ihr für Honks, Mann. Dann gehe ich halt nicht zu euch, wenn ihr nicht mit mir reden wollt oder mich reinlassen wollt. Versteht es nicht, warum kann ich nicht in die Kantine reingehen? So, was machen wir dann? Drücken wir mal hier auf I. Schauen wir mal, Dias Kopfgeld, Matrix Kopfgeld. Dias Kopfgeld, ach, wir können kurz zu dir gehen. Das können wir machen, Flucht des Tades. Ein Handlanger des örtlichen in der Kantine auf dich, aber in welcher Kantine? In der Kantine hier oben oder in der Kantine da unten? Keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal kurz zu der Frau. Der sagen wir, dass wir ihr Kopfgeld haben. Ich würde sagen, wir könnten auch theoretisch in die Unterstadt gehen. Wir haben 1116 Credits. Dann gehen wir zu dem unten. Also in der Unterstadt, da war ja auch noch jemand, der gesagt hat, ja, mir geht's so schlecht. An dem können wir auch noch ein bisschen Geld geben. Und danach, weil dann hat er auch seine Schulden hier bezahlt. Und dann müssen wir mal schauen, was wir noch machen. So. Hä? So, wie ist denn den Apartments? Die Apartments waren hier, glaube ich. So. Müssen wir mal die Quest hier abschließen. Wir machen eigentlich voll viel, aber trotzdem. haben wir so wenig Nebenquests hier abgeschlossen. Naja. Das machen wir zumindest hier in die nördlichen Apartments gehen. Sagen, dass hier das Kopfgeld aufgelöst wird. Das war ja die hier den einen von der Bande von David angegriffen hat. Und dann eben hier verfolgt wurde. Lago, ach, Lago, guck mal. Der ist auch hier. Jetzt schon wieder? Ihr werdet Davids Kopfgeldjägern doch nicht verraten, wo ich mich verstecke, oder? Ich denke nicht, dass mir jemand helfen kann. Ich schulde Davik Geld und bin mit der Zahlung im Verzug. Deswegen ist er zu Zax ins Kopfgeldbüro gegangen und hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich verstecke mich seitdem hier, aber früher oder später wird mich jemand finden. Wenn ich nicht irgendwoher 200 Credits beschaffen kann, bin ich so gut wie tot. Ihr gebt einem Fremden einfach so 200 Credits, nur um ihm zu helfen? Ich kann es kaum glauben. Ich danke euch. Wow, ihr seid wirklich großzügig. Ich hoffe nur, dass wir die Credits nicht irgendwann selbst brauchen. Jetzt kann ich meine Schulden bei Davik abbezahlen. Ich danke euch. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich sollte gleich aufbrechen und Davik das Geld bringen. Aber doch gerne mal, dann sind ja nur 200 Credits. Aber 110 Erfahrungspunkte. Und Erfahrung ist doch mit nichts auszuwiegen. Wo waren die nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube... Stealer, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wie konnten diese Vulker eine berühmte Jedi wie euch gefangen nehmen?
Wart ihr nach dem Absturz eurer Rettungskapsel bewusstlos? Nein, ich war bei vollem Bewusstsein. Aber meine Kräfte waren nach meiner Machtmeditation in der Schlacht um die Enderspire erschöpft. Ohne meine Hilfe hättet ihr das Schiff niemals lebend verlassen. Ja, sicher. Aber ich weiß, wie die Jedi kämpfen. Diese Strauchdiebe hatten gegen euer Laserschwert doch nicht die geringste Chance. Mein Laserschwert war weg. Ich konnte es nach dem Absturz nirgends finden, obwohl ich die ganze Kapsel durchsucht habe. Ohne meine Waffe war ich für die Vulka also eine leichte Beute. Moment, nochmal zum Mitschreiben. Ihr habt euer Laserschwert verloren? Ist das kein Verstoß gegen irgendeine eurer Jedi-Regeln? Das ist nicht witzig. Durch den Aufprall muss mein Laserschwert... Es hat sich von meinem Gürtel gelöst und ist unter meinen Sitz gerollt. Vermutlich haben es die Vulka gefunden, als sie das Wrack durchsuchten. Hey, 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 ganz ruhig. Tut mir leid. Ich finde es nur lustig, dass eine legendäre Jedi ihr Laserschwert verliert. Soll ich euch was sagen? Ich würde diesen Fauxpas nicht an die große Glocke hängen. Ich bin alles andere als eine Legende, Karf. Aber ich werde euren Rat beherzigen, wenn ich dem Rat der Jedi die Ereignisse schildere. Schließlich müssen die Jedi nicht alles wissen. Haben wir aber nicht ihr Laserschwert wieder gefunden. Sie hat doch zumindest irgendwas ausgerüstet. Naja, wie auch immer, finde ich zumindest lustig. Ihr Laserschwert hat sie verloren. So, wir porten uns jetzt nochmal hier zum Versteck zurück. Zack. Und weil ich glaube, die Tante, die war hier eigentlich irgendwo gesessen. So, schauen wir nochmal. Ah, da ist ja die Dia. So. Können wir sagen, dass ihr Kopf gekillt wurde. Ihr seid zurück. Habt ihr es geschafft, dass Holden das Kopfgeld zurückzieht? Er hat das Kopfgeld zurückgenommen? Das ist herrlich. Ich wünschte, ich hätte irgendwas, womit ich euch belohnen könnte. Wartet mal. Jetzt weiß ich's. Ich habe zwar nicht viel Geld, aber etwas anderes kann ich euch geben. Ein Familienerbstück. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Ich kann euch für eure Hilfe niemals wirklich entschädigen. Aber mein Dank für eure Taten ist euch immer gewiss. Also ich helfe immer gerne Menschen, aber Belohnung muss ich schon mal hier einsacken. So, dann haben wir auch dir hier geholfen. Das freut mich auch. Und nun können wir hier wirklich dann in die Oberstadt gehen. So, in die Unterstadt. Wir müssen jetzt schon wieder in diese untere Kantine da gehen. Naja, schauen wir mal, was uns da unten so erwartet. Was mich eigentlich auch interessiert, was ist eigentlich aus den Menschen aus den Slums geworden? Haben die es in ihr tolles, heiliges Land geschafft? Oder sind die alle tot? Ich weiß es nicht, weil ich meine, die sind da rausgezogen. Über sind diese ekligen Ruckus. Also, gut stehen ihre Chancen eigentlich nicht so, aber naja. So, schauen wir uns mal um. Leute, wie lange nehme ich den schon auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Egal. Lass mal einfach mal weiter hier. So, laufen. Jetzt muss ich schon wieder schauen, wo ist nochmal der... Wo ist nochmal da auf so? Sith-Basis? Kartennummer. Achso, Unterstadt geht's ja. Okay, gut. Da sind die Druiden. Ach, wir können nochmal zu den Druiden gehen. Vielleicht bekommen wir jetzt den Druiden. Vielleicht war er reserviert für unsere liebe nette Jedi-Kriegerin, die Bastille. Wäre so super. Ich bezweifle es zwar, aber ich hätte gerne einen Druiden, Mann. So, ich sag ja, wir bräuchten irgendwie so einen Heiler oder irgend sowas. Irgendjemand, der die ganze Zeit einfach am besten nur heilt. Könnte ich super gebrauchen. Naja. Aber was ich am coolsten finde, dass wir die ganze Zeit immer mit unseren zwei Schwertern rumlaufen und der ist keinen interessiert. Schauen wir nochmal. Weil das ja auch als Quest markiert ist. Also irgendwas ist da, glaube ich, los. Ja, ich will nur schauen, ob wir den Druiden haben können. So, zeig mir den Druiden. Ah, das ist doch unfair, Mann. Ich will den Druiden haben. Das ist meiner, Mann. Voll gemein. Okay, dann kannst du halt deinen blöden Druiden behalten. Du siehst irgendwie böse aus. Nur wegen den Klamotten hier. Gut, dann fahren wir halt nochmal in die Unterstadt. Schauen, ob da muss ich jetzt nochmal mit dem reden. Ah, Gott, muss nicht nochmal mit dem reden. Ja, jetzt fahren wir nochmal in die Unterstadt. Schauen, was uns da Schönes erwartet. Wahrscheinlich werden wir wirklich mal wieder hier angegriffen. Nee, Halleluja. Was soll denn das? Also wurden wir immer angegriffen. Wir gehen jetzt nochmal in diese Apartments, weil den Apartment-Block haben wir, wenn ich mich nicht irre, noch nicht durchsucht. Wir haben einen anderen Apartment-Block durchsucht. Ja, den haben wir sicher noch nicht durchsucht. Ich frage mich, ob wir jetzt immer noch Volta sind, weil wir haben ja eigentlich hier einen Boss getötet. Ich
Gibuna! Gavadumpa Ku. Ah, okay, das ist ein weiteres Kopfgeld, das wollte ich nämlich auch hier einkassieren. Sehr gut, davor speichere ich noch, weil wir wissen noch, der letzte Kampf war, der war super. So, und jetzt wollen wir töten, so. So! Bastila, jetzt zeig mal, was du drauf hast, so. Ja? Oh, Laserschwert! Krass, Mann! Geil! Ja? Richtig awesome. Okay. Gut, dann müssen wir irgendwie seinen Kopf mitnehmen. Also wenn das der Witcher wäre, dann würden wir jetzt hier seinen Kopf hier mit so einem kleinen Messer abschneiden und dann würden wir das an unser Pferd hängen und durch die Gegend reiten. Ganz entspannt und relaxed. So. Ja, cool. Es gibt echt keine schwarzen Bolter mehr, so wie ich das sehe. Finde ich richtig toll. Na, vielleicht gibt es auch noch ein, zwei. Bereit. So. Ach, schade, ich hätte eine Granate gerne hingeschmissen. Obwohl, kann ich immer noch schmeißen. Der hat gesessen. Oh, Leute, Mann. Göttliche Granate. Mad Granaten-Skills hier. So, wir spielen jetzt nur noch mit ihr. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Und da ist eine Lupa. Hä? Sicherheitskiste. Ach, das ist irgendeine geheime Truhe. Das Rancor-Trio. Cool. Also irgendwie müssen wir irgendwas aktivieren. Und ansonsten geht hier alles in die Luft. Wir ziehen uns da lieber mal zurück. Ist, glaube ich, eine bessere Idee, als dass wir jetzt da irgendwie rumspielen und uns dann dabei noch selbst umbringen. So, sind da welche? Ne, sehr gut. Chillt mal. Chillt mal 5 Sekunden, okay. Zip. Ah, Leute, Mann. Beim Laserschwert mache ich doch hier mit 5 Schlägen hier platt. So. Aber man braucht doch wirklich immer einen Fernkämpfer. Weil einen braucht man wirklich immer, der von der Entfernung draufschießt und die Gegner alle macht, während man so auf die drauf hat. Ja? Aber leider müssen wir bei Maxi bleiben, weil... Ja, der Maxi ist eigentlich schon der Gute und eigentlich ist er der, der die Galaxis und alle retten wird, aber... Ich will trotzdem ein Jedi lieber sein. So. So, wartet mal. Zack. Ja? Und du kämpfst mit dem hier. So, und Kart, du schießt auf den da. Super. Gut. Ja? Leute! Ja, ey, wenn ich sie nicht spiele, dann tötet sie jeden Gegner mit einem Schlag. Das ist doch lächerlich, Mann. Einfach zzzup und alle down. So. Die droppen keine Granaten mehr, das finde ich gar nicht. Wachtrede. Cool. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, wir haben hier schon alle Gegner fast hier getötet. Das ist nur einer, oder? Zack. Ein Hieb, Mann, hier haben wir auch nichts mehr drauf hier. Wir sind ein bisschen überpowered für die Gegend, aber da waren wir eigentlich. Eigentlich hätte man den Apartmentblock vorher schon mal durchsuchen sollen. So, da ist noch eine normale Tür und dann sind wir eh schon wieder durch. Hallo. Ach nee, hier geht's zur Unterstadt schon wieder. Ah, okay, das ist aber schon super. Sind wir ja schon durch? Mit dem schönen Abschnitt hier. Gehen jetzt hier nochmal in die Kantine. Nee, oder warte, wir gehen erstmal zum Beck. Und dann gehen wir zur Kantine, weil vielleicht hat der Beck ja auch noch eine Belohnung für dass wir sein blödes Swoop-Rennen gewonnen haben. Hätten wir uns eigentlich verdient, würde ich mal sagen. Weil danach müssen wir uns jetzt erstmal einen Weg irgendwie in die Kantine oben organisieren. Und danach müssen wir mal schauen, was wir machen. So. Reden wir aber davor kurz mal mit Beck. Doch, bevor wir das machen, würde ich sagen, gibt es erstmal wieder einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Star Wars Knights of the Old Republic. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.